scheint jetzt momentan noch relativ stark die Sonne rein. Aber hier sieht man jetzt bei der Milka, ja, da hatte ich eine die Zeit lang gar keine Wachstumsspitzen mehr. Ich hatte schon Angst, dass sie mir kaputt geht. Mit der WeFactory-Lampe, die jetzt seit, ich glaube, 4 Wochen drüber hängt, kommen die Spitzen langsam wieder. Ich habe Hoffnung, dass sie wieder loslegt mit ihrem Wachstum. Auch bei der Gracie T, bei den Montys, ja, kommt die Farbe wieder besser. Von dem her, die Lichtstärke ist auf jeden Fall ausreichend. Es ist nur 30 cm hoch, das Becken. Hab's am Anfang beim Einstellen mit einem Palmes-Gerät einmalig mal grob eingestellt von der Intensität. Hast du gerade zufällig ein Palmes-Gerät da? Ich habe eins da, ja. Ich muss nur schauen. Zufällig, ne? Zufällig habe ich eins da. wie der Akkustand aussieht. Mal schauen, wenn man es hier unter den Cluster geht. Also direkt unter... Direkt unter der Wasseroberfläche. Das ist das, was ich gemeint habe hier. Da haben wir jetzt knapp 600 Paar. Durchschnittlich. Zum Schnitt, ja, 620. Und unten bei den... Und auf dem Boden jetzt, da wo die, die Fungias liegen, haben wir jetzt noch 300. Ich weiß jetzt auswendig gar nicht, auf wie viel Leistung sie läuft. Ich glaube, es sind 80%, wo sie okay, jetzt momentan läuft. Und das ist die Blue-Version? Das ist jetzt die Blue-Version, genau. Okay. Die anderen, über dem Fotobecken habe ich die Pro-Version. Mhm. Das ist jetzt die Blue-Variante. Okay, und hast du auch feststellen können, welche Korallen zum Beispiel geeigneter sind für die Blue-Version, was besser doch bei der Pro-Version geht? Was ich halt extrem gut finde bei der Blue-Version, durch das klar, Blue, die Mehrzahl an blauen LEDs ist, mhm, einfach die LPS-Korallen kommen, finde ich, deutlich offener und deutlich farbenfroher rüber. Also man sieht es jetzt an den Fungias. Die sind nicht einfach nur farbig, sondern die schimmern richtig, finde ich. Ja, ja. Aber die Akkus genauso. Also ich habe jetzt hier, die sind ein bisschen eingedunkelt, mhm, weil mein Nitrat und Phosphat ein bisschen hoch ist, aber die gehen auch gut auf. Ja. Zu Hause bei meinem privaten Becken habe ich ja auch zwei Pro drüber hängen. Mhm. Da fahre ich ein bisschen weißlastiger, da habe ich nur abends und morgens ein bisschen blau. Das ist auch mehr so, das Fokus ist es mehr für dich so dein eigenes Aquarium, wo du auch Fische drin hast? Genau, oder? Richtig. Das okay, ist einfach im Prinzip mein rein privates Aquarium. Ich, mhm, hatte ganz lange keins zu Hause, kam dann wieder, kann es doch nicht bleiben lassen. Aber ich habe zu Hause mehr SPS auf dem Riffdach, LPS, okay, auf dem Boden. Habe trotzdem noch, die Lampen laufen bei mir da immer 50%. Das Becken, okay, hat 60 cm Höhe. Oh, das ist ja dann noch ganz schön hoch, ne? Ich habe auf dem Boden 200 Paar rum, was für die LPS eigentlich schon fast noch zu viel ist. Okay. Riffdach sind es fast 600, 700. Ah, zum Glück kann man es ja in der App dann ganz einfach, genau, sozusagen, richtig, genau, unterschieden. Ne? Und da muss ich sagen, so langsam, das Becken steht erst seit Ende März, aber so langsam fangen bei den SPS auch das Wachstum ordentlich an. Ich habe jetzt diese Woche noch mal ein paar Akkus nachgesetzt. Die LPS, top. Also muss ich sagen, die Farbe kommt auch wieder. Ab und zu muss ich mal eine von hier mit heimnehmen, weil einfach die Wasserwerte zu Hause viel stabiler sind. Ja, okay. Dann peppel ich die zu Hause wieder auf und bringe sie wieder mit. Aber ja, also ich bin top zufrieden, muss, okay, ich echt sagen. Hast du auch was, sag mal so, benutzt du auch Dosierpumpen und so weiter für die Becken, also in deinen Technikbecken? Ja, ich habe jetzt hier... Moment, jetzt muss ich schauen. Mhm. Hier drin sind, glaube ich, ich bin noch nicht ganz fertig mit Einrichten. Das Becken steht noch nicht so lange. Man sieht es an der Algenphase. Da habe ich jetzt mal die 4 Einzelpumpen drin. Okay. Da oben, ja, hängt noch Thermocontrol und Level Keeper. Mhm. Eigentlich wollte ich mal so ein Schaltbrett, oder habe ich eigentlich immer noch vor, wo man es wirklich sieht, anbauen. Okay, wir waren hier bei den Level Keepern. Genau, Level Keeper, Thermocontrol. Sind beide schon verbaut. Mhm. Ich habe weder Heizstand noch drin momentan, noch eine Nachfüllpumpe im Levelkeeper, weil ich einfach gerade keine habe und, mhm, und keine lieferbar war, die mir gefallen hat, beziehungsweise die von der Größe geeignet war. Heizstab deshalb nicht, weil ich hier drin eigentlich viel zu warm habe. Ja. Durch die Klimaanlage aber 25 Grad runterkommen und das Becken relativ stabil auf 25 Grad dadurch auch bleibt. Ah, den KH-Keeper hast du jetzt hier draußen hingestellt. Den habe ich jetzt momentan hier draußen. Den hast du noch nicht da irgendwo rangehangen? Nee, ich will ihn eigentlich auch, also eigentlich hier diese Schalltafel hinmachen. Ah, okay. Ich weiß nur noch, wo ich die Kanister hinstelle. Ja. Und da soll auch der KH-Keeper hin. Ich wollte einfach, dass ich A für mich selber sehe, ist er grün oder ist er, mhm, rot.
Und B, auch, dass die Kunden es angucken können, dass man denen mal was erklären kann. Ja. Soll ein reines SPS-Becken werden, ein reines Akku-Becken, wenn es mal eingelaufen ist. Das, wie gesagt, steht jetzt auch erst seit 3-4 Wochen. Also ist es noch in der Einfachphase? Ja, ja, genau. Ich habe jetzt diese Woche nochmal so, Cleaning Crew aufgestockt und so weiter. Aber ja. Das Problem ist einfach in der Verkaufsanlage, man hat so viel Schwankungen, was die Wasserwerte betrifft. Okay. Ich brauche hier drin irgendwie einfach mal ein Becken, wo die Wasserwerte stabil sind, dass ich einfach die SPS da wachsen lassen kann und mir dann die Ableger mache, wie ich sie brauche. Genau. Ansonsten, die X3-Pumpe habe ich jetzt noch nicht im Einsatz gehabt. Die X4-Pumpe habe ich bei mir zu Hause eingebaut. Mhm. Ist natürlich, was die Montage betrifft, deutlich schöner als vier Einzelpumpen. Yeah. Wo ich aber auch immer sage, ist halt, wenn mal eine Einzelpumpe kaputt ist, dann ist nur eine kaputt. Obwohl ich sagen muss, wir haben auch die einzelnen Köpfe. Genau, genau, richtig. Die können wir ja auch austauschen. Genau, die sind ja identisch bei beiden. Ist nur, wenn der Motor mal kaputt ist und eingeschickt werden muss oder so. Im Fall eines Falles war er noch nie, Gott sei Dank. Aber dann ist es halt nur eine. Es hat Vor- und Nachteile. Die Vierer, die X4 ist einfach deutlich edler vom Design, finde ich. Genau. Ist aber super einfach einzustellen, zu kalibrieren. Bin ich auch echt happy. Ja. Ah, da hinten haben wir noch. Da hinten haben wir noch, ja. Ganz dekadent Reflares über der Fischanlage. Ja, da sieht man natürlich die Farben der Fische. Hier die Nemo-Fische, die sehen gleich total anders aus. Hab nur tatsächlich in den Becken meistens oder momentan extrem Algenproblem durch das, dass das draußen so warm ist und so viel Sonne scheint. Ah, dann ist hier die Sonne rein. Und ich hier quasi morgens Mittagssonne habe, die ganze Zeit auf die Becken knallt. Habe ich da echt zu kämpfen momentan mit den Algen. Da freuen sich die Algen, aber... Da freuen sich die Algen, genau. Ja. Die Fische freuen sich auch. Ja, selbstverständlich. Musst du weniger Wasser wechseln. Ja, ich kann die Prozentzahlen von die Intensität ein bisschen runterdrehen, wenn genug Licht rein. Ja. Okay. Wie hast du denn eigentlich das alles sozusagen, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Gewerbe zu eröffnen, einen Shop oder so? Was? Ja, das kam... Einfach so, sagen wir es mal so. Also ich war tatsächlich im Urlaub, ganz früh angefangen. Ich war im Urlaub, ich hatte Süßwasserquarien privat zu Hause. Ich war, keine Ahnung, 15, 16. Und im Urlaub habe ich mich dann wirklich gefragt, warum habe ich eigentlich Süßwasser und kein Meerwasser? Okay, was hattest du vorher als Süßwasser? Ganz normal, so was jeder hat, so Neonfischchen und kleine Barsche. Und wer hat dich eingeführt ins Meerwasser? Ich hatte tatsächlich Glück, und zwar hatte ich im Nachbarort oder in der nächstgrößeren Ortschaft jemanden, der damals bei Tunzel noch gearbeitet hat. Okay. Und der mich da quasi mit reingenommen hat. Ich habe tatsächlich im Urlaub keinen Grund gefunden, wieso ich kein Meerwasser-Aquarium habe, sondern ein Süßwasser, und habe dann eigentlich relativ schnell beschlossen, da müssen wir das ändern. Die Becken hast du ja schon da sozusagen, ne? Jetzt brauchst du eigentlich nur genau, das Wasser so wechseln. Genau, so hat es angefangen. Dann hat mich eben der Bekannte oder der Freund im Endeffekt dann auch quasi begleitet. So die ersten Schritte, die ersten Korallen habe ich von ihm gekriegt. Und durch das, dass er das jahrelang gemacht hat und halt auch noch in einer Firma gearbeitet hat, die Meerwasserprodukte herstellt, war das Ganze dann für mich doch relativ einfach, da überhaupt einmal reinzukommen. Und irgendwann kam dann einfach eins zum anderen. Genauso wie ich zum Meerwasser gekommen bin, kam dann plötzlich auch der Onlineshop und der Laden. Angefangen daheim im Keller. Aber du hattest hauptberuflich, hattest du was anderes gemacht? Oder ja, mache ich auch immer noch. Okay, also ich bin hauptberuflich tatsächlich im Maschinenbau tätig. Und der Laden nebenbei. Aber... Okay. Ja. Irgendwann vielleicht kompletter Umschwung geplant? Ist der Plan definitiv, klar, sonst wird man es ja nicht machen. Ich meine, man kann halt nicht Hobby von 0 auf 100, ne? Es geht halt nicht. So ist es. Und es braucht halt viel Zeit und langsames, stetiges Wachstum ist besser wie einmal richtig, empfinde ich so. Wir sind ich sag mal, mit dem Auto hierher gekommen, und das ist ja auch schwer. Du wohnst ja nicht gerade im Zentrum einer Riesenstadt. Nee, richtig. Du bist ja so ein bisschen außerhalb, genau, auf dem Lande. Ich bin zwar so in der Nähe von mehreren größeren Städten, Karlsruhe, Bruchsal,
Frankfurt ist jetzt auch nicht so weit weg, das ist eine Stunde Fahrt. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man gerade Importe hat oder so, ist, ne? Ein Riesenvorteil, ja. Habe ich tatsächlich auch schon selber Importe gemacht, mit Importe, auch mit anderen Händlern zusammen. Ist es halt super einfach ins Auto oder in den Sprinter. Eine Stunde nach Frankfurt, Animal Lodge, du holst die Tiere ab. Bist ruckzuck daheim und musst nicht den ganzen Tag rumfahren, ja, mit den Tieren im Kofferraum. Hat einen riesen Vorteil, klar. Aber natürlich auch gerade, was den Stuttgarter Bereich angeht, ein großes Ballungsgebiet an Händlern. Keine Frage, aber konkurrenzbelebtes Geschäft. Sagt eben, so. Eben, ne? Du machst ja auch, sagen wir mal jetzt bei Kunden, Aufträge. Legst du bei denen auch Aquarien an und so weiter? Hin und wieder. Also im Endeffekt Sonderaufträge, Sonderanfragen und so weiter machen wir alles. Haben wir ein, zwei Aquarienbauer, mit denen wir öfters zusammenarbeiten. Genauso, wenn man jetzt ein fertiges Becken von der Stange haben will, kann man bei uns auch alles quasi zusammenstellen. Mhm. Beckenpflege bei Kunden zu Hause mache ich momentan tatsächlich eher selten momentan. Ja, das durch den Hauptjob halt auch. Kann man halt verstehen. Ja, da bleibt die Zeit nicht mehr übrig. Ne? Nachmittags. Danke dir, auf jeden Fall, Patrick. Und ich sehe schon, also die Korallen, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind auch, manche sind wirklich ein Augenschmaus. Und so wie du gesagt hast, hier in deinem Vorschaubecken. Hier sind so ein paar Sachen, die würde ich mir glatt in die Tasche mit nach Hause, aber. Nee, ja, Typen nennen wir da, ne? Nee, mein Becken ist leider voll. Ich habe zeitlich bin ich auch leider nicht. Ich weiß, wo es größere Becken ist. Ja, ne? Komm, es muss noch das zweite. Da ist aber die Frau dann schon, ich sag mal, meine Frau dann nicht mehr so begeistert. Die kleinen Kinder, die freuen sich auch immer, was Neues zu sehen. Klar. Aber auf jeden Fall, falls ihr irgendwie Bock habt, Lust habt, beim Patrick mal vorbeizuschauen, ich kann es nur empfehlen. Die Korallen sind top und danke, auf jeden Fall. Ciao. Schön, dass ihr da wart. Danke.